Wien, 22. Gemeindebezirk, Aspern. In der Zwischenkriegszeit war hier Wiens Flughafen. Ab Mitte der 50er bis in die späten 70er Jahre wurde das ehemalige Flugfeld für Motorsportveranstaltungen genutzt. Heute entsteht hier ein neuer Stadtteil. Die Seestadt Aspern. Eines der größten und ambitioniertesten Städteentwicklungsprojekte Europas. Auf einer Fläche so groß wie der erste Wiener Gemeindebezirk wird hier eine Stadt in der Stadt. Oder besser am Rande der Stadt errichtet. Smart, nachhaltig und verkehrsberuhigt soll die Seestadt werden. Sie wird von Grund auf nach Masterplan konstruiert und gebaut. Bis zum Jahr 2030 sollen hier 20.000 Menschen wohnen und tausende Menschen arbeiten. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 5 Milliarden Euro. Namensgebend ist ein eigens angelegter Grundwassersee. Er ist so groß wie 7 Fußballfelder und bis zu 10 Meter tief. Der See soll künftig das Zentrum der Seestadt bilden. Momentan ist ausschließlich der Teil südlich des Sees bewohnt. Knapp ein Drittel der geplanten Gesamtfläche ist bebaut. Im Sommer 2019 leben 7.500 Menschen in der Seestadt. 2.000 Menschen arbeiten hier. Nicht mitgerechnet die Personen, die auf den Baustellen beschäftigt sind, versteht sich. Für die SPÖ und die Grünen ist die Seestadt ein Vorzeigeprojekt, das gerne und stolz präsentiert wird. Die FPÖ hingegen befürchtet Ghettobildung und bemängelt die Nahversorgung sowie das Verkehrskonzept. Die Seestadt ist im Gespräch. Sie polarisiert. Die Meinungen gehen auseinander. Und nicht selten haben auch Menschen, die noch kein einziges Mal in der Seestadt waren, viel darüber zu sagen. Wir haben uns im Zentrum von Wien umgehört, was die Leute so über die Seestadt denken. Was ich vom Fernsehen gesehen habe oder in den Bildern, schaut das recht hübsch aus alles. Aber verlassen noch, glaube ich. Schaut ein bisschen steril aus, finde ich. Aber ich war schon lange nicht mehr dran. Zu weit weg. Der See ist schön. Es gibt 3-4 architektonisch schöne Gebäude, aber es werden genauso irgendwelche 70er-Jahre-Bunker, sage ich einmal, hingestellt. Viel zu nah aneinander, man kann fast von einem Balkon auf den anderen rüberhupfen. Es gibt Plätze, die komplett zu asphaltiert sind, zum Beispiel vor der einen Schule dort. Ja, was ich gehört habe, gibt es ganz nette Wohnprojekte, also so, wo man dann Wohnungen adaptieren kann und nachher wieder abstoßen kann, so für Familien und später dann, wenn man doch wieder kleiner wohnen will. Und so Gemeinschaftsbauprojekte, das finde ich super. Ja, für junge Leute finde ich es super, ne? Wenn man frisch anfängt, ne? Neue Leute kennenlernt und für Kinder soll es ja gut sein. Ne? Man hört nichts Gutes und das ist ein Ghetto. Okay. Meiner Meinung nach, ja. Und was macht für Sie ein Ghetto aus, beziehungsweise die Seestadt zum Ghetto? Ein Ghetto macht aus, dass es, schwierig zu sagen, eine Zusammenrottung von Menschen ohne, für mich eigentlich ohne Kultur, ohne, ich kann es nicht erklären. Eigentlich. Das ist die Seestadt für Sie? Ja, ich war aber noch nie dort. Okay. Das ist nur vom Hören sagen. Ja, natürlich. Ja. Ich finde es immer gut, wenn sich neue Stadtteile entwickeln. Das finde ich prinzipiell gut. Aber wie gesagt, ich müsste mir mal anschauen, um eine eigene Meinung bilden zu können. Sich etwas anzuschauen, um sich eine Meinung zu bilden, ist sicher eine gute Idee. In diesem Film zeigen wir die Seestadt etwas genauer. Wir porträtieren sie im Sommer 2019, liefern Hintergrundinformationen und sprechen mit Menschen, die in der Seestadt leben. Eine von ihnen ist Veronika. Sie lebt mit ihrer vierköpfigen Familie seit April 2015 in der Seestadt. Eine Seestadt-Pionierin. Vor 4 Jahren war sie noch von Baustellen umgeben. Zum Einkaufen stand lediglich ein kleiner Kiosk, der Minimarkt, zur Verfügung. Inzwischen hat sich vieles geändert und Veronika hat sich gut in der Seestadt eingelebt. Besonders die Kinderfreundlichkeit der Seestadt hebt sie hervor. Es ist so viel Freiraum für die Kinder, Spielplätze. Ich kann es alleine runterlassen in den Hof. Ich muss keine Angst haben, dass sich irgendein Auto zusammenführt oder so, weil immer weniger Verkehr ist. Ja, also es gibt so viele Angebote, auch von der Schule. Die Große kommt jetzt in die 4. Klasse Volksschule. Sie geht dort tanzen, turnen, im Chor war es auch schon dabei. Also es ist, wird so viel angeboten. Die Kleine fängt jetzt auch mit dem Turnen an. Ja, also wir fühlen uns sehr wohl. Veronika ist Lehrerin an einer neuen Mittelschule im 5. Bezirk. Sie hofft mittelfristig in der Seestadt arbeiten zu können. Hier gibt es momentan 2 große Bildungscampusse.
Einen mit Volksschul- und Integrationsklassen und einen, der als Realgymnasium geführt wird. Ein dritter großer Campus ist in Bau. Dort soll es auch eine neue Mittelschule geben. Außerdem gibt es in der Seestadt derzeit 2 Kindergruppen und 3 Kindergärten. Auch hier ist geplant, das Angebot zu erweitern. Denn besonders in den ersten beiden Jahren haben viele keinen Kindergartenplatz in der Seestadt bekommen, weiß Veronika. Bei den Schulplätzen und Kindergartenplätzen hat man sich sehr wohl verkalkuliert, eben weil angenommen worden ist, wienweiter Schnitt mit den Kleinkindern. Und das haben sie auch im Campus dann zugegeben, dass einfach zu wenig Plätze sind, dass das nicht bedacht wurde. Auch an Schulplätzen mangelt es. Wir haben bei der Stadt Wien nachgefragt, warum. Es gab 3 besondere Faktoren in der Seestadt. Erstens sind schon viele zugezogen mit kleinen Kindern. Dann war es auch so, dass die Geburtenrate seit damals nachhaltig hoch ist und die Eltern auch früher wieder in den Beruf zurückkehren. Glücklicherweise wurde ein zusätzlicher Kindergarten im September 2019 eröffnet und damit konnte vor allem für die kleinsten Plätze angeboten werden. Außerdem ist jetzt der nächste große Campus bereits im Bau und da sollte dann ab 2021 alle diese Dinge gelöst sein und es genügend Angebot geben für alle Altersgruppen. Veronika und ihre Familie sind demografisch gesehen Paradeseestädterinnen. Junge Familien prägen hier das Stadtbild. Von den derzeit ca. 7.500 Menschen, die in der Seestadt wohnen, sind 4.000 zwischen 0 und 30 Jahre alt. Davon 2.000 unter 18 und 1.000 unter 7 Jahre alt. Die Seestadt scheint ein attraktives Angebot für junge Familien zu sein. Auch Stefan ist hierher gezogen, um eine Familie zu gründen. Wir wohnen seit 2015 hier, sind im November hergezogen, weil wir uns Familie erweitern wollten. Und die Seestadt hat da recht freundlich dementsprechend ausgeschaut. Und genau, mittlerweile sind wir auch zu viert und fühlen uns sehr wohl hier in der Seestadt. Stefan hat Jazzgitarre studiert. Aufbauend auf seine musikpädagogische Ausbildung hat er sich beruflich im sozialen Bereich niedergelassen und weitergebildet. Ich arbeite jetzt in der Seestadt bei Wienwork. Vorher habe ich in der Innenstadt gearbeitet. Ich bin ungefähr 50 Minuten gefahren bis zur Arbeit. Jetzt sind es 45 bis 50 Sekunden zum Arbeitsplatz. Schon ein deutlicher Unterschied. Stefan hat nicht geplant, in der Seestadt zu arbeiten. Es hat sich zufällig ergeben. Er freut sich darüber. Naja, die Distanz ist sicher ein Vorteil. Also die räumliche Distanz, die emotionale Distanz, das wird sich noch zeigen, wie das ist, wenn man gleich dem Arbeitsplatz wohnt. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Wohnen und arbeiten in der Seestadt. Für Veronika ist das ein Wunsch, für Stefan bereits Realität. Morgen. Für die Stadt Wien ist es ein wichtiges Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze in der Seestadt entstehen zu lassen. Sie hat die Wien 3420 Aspern Development AG mit Koordination und Aufbau der Infrastruktur beauftragt. Ja, die Seestadt soll ja als gemischtes Stadtteilzentrum funktionieren und da braucht es nicht nur hochwertige Wohnungen, sondern auch ein vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen, an Unternehmen. Und da sind schon viele Ansiedlungen gelungen, vom großen Industriekonzern Hörbiger über Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen im Technologiezentrum der Wirtschaftsagentur, aber auch Ausbildungsbetriebe wie Wienwork. Und im Seeparkquartier, das jetzt gerade fertig wird, gibt es eine bunte Mischung an Verkaufseinrichtungen, eine gemanagte Einkaufsstraße gemeinsam mit Spar European Shopping Center, aber auch ein Hotel. Und so gibt es eine wirklich gute Mischung an hochwertigen Arbeitsplätzen, die den Wirtschaftsstandort attraktiv machen. In der Seestadt gibt es mit Stand 2019 3 Restaurants, 2 Kantinen, eine Bäckerei mit Kaffee, eine Kombination aus Fahrradgeschäft und Kaffee, einen Supermarkt, einen Drogeriemarkt, eine Trafik, eine Apotheke, einen Schreibwarenhandel, eine Buchhandlung, verschiedene Ärzte und Ärztinnen, 2 Banken, ein Postamt, einen Copyshop, einen Massagesalon, eine Versicherung, einen Mobilfunkshop, einen Friseursalon und diverse weitere Shops. Insgesamt gibt es in den Erdgeschosslokalen in der Seestadt ca. 30 Geschäfte und 25 andere Dienstleister. Wir möchten wissen, wie es den Leuten in der Seestadt mit der Nahversorgung geht und besuchen Hilde.
Hilde ist pensionierte Lehrerin. Früher lebte sie in einer Altbauwohnung in der Innenstadt. Nachdem ihr der Vermieter dort durch verschiedene Schikanen das Leben schwer gemacht hat, ist sie in ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in die Seestadt gezogen. Ja, ich finde es super, dass es keine Einkaufszentren oder sowas hier gibt. Ja? Und es gibt halt bis jetzt nur einen Supermarkt, aber der zweite ist in Planung. Also die Leute sind eh versorgt. Was ich vermisst habe bis jetzt, ein Postamt, das etwas länger offen hat als bis 17 Uhr. Was habe ich noch vermisst? Ein Reformhaus. Ja, ein Copyshop, das auch am Wochenende vielleicht offen hat, weil sonst muss man eben die Stadt reisen. Ja, es gibt sehr viele Ärzte und Ärztinnen mittlerweile. Es gibt dieses Ärztezentrum vorne. Das Einzige, was ich eben vermisst habe, ist ein Zahnarzt oder Zahnärztin, die nicht nur am Donnerstagvormittag Behandlungen machen für normalsterbliche Leute, weil bis jetzt gibt es eben eine Zahnarztordination, wo hauptsächlich Zahnregulierungen für Kinder gemacht werden. Die Infrastruktur ist noch im Aufbau. Die Seestadt verändert sich laufend. Schon bald eröffnen etwa 30 weitere Erdgeschosslokale im sogenannten Seeparkquartier. Darunter ein zweiter Supermarkt, eine weitere Bäckerei, ein asiatisches Restaurant und vieles mehr. Teilweise ist Hilde aber gar nicht so stark von dieser Infrastruktur abhängig, sondern koppelt sich sogar bewusst davon ab. Besonders wenn es um Lebensmittel geht. So beteiligt sie sich beispielsweise an einem Gemeinschaftsgarten und baut dort Gemüse an. Abgesehen davon bezieht sie ihre Lebensmittel am liebsten direkt beim Hersteller. Es gibt hier auch eine Food Coop, die die Möglichkeit bietet, dass man sozusagen direkt von den Produzenten und Produzentinnen Lebensmittel bezieht. Es ist ein bisschen eine selbstorganisierte Geschichte. Hier im Haus haben wir ein Lager, da wird es, oder ein Sammler heißt es ja mittlerweile, und da wird ein-, zweimal in der Woche was geliefert und die Leute, die in der Food Coop sind, holen sich das ab. Ja, das ist super. Das kannte ich nicht vorher. Einer, der ebenfalls in der Seestadt wohnt, es sich aber weder finanziell noch zeitlich leisten kann, in einer Food Coop mitzumachen, ist Abdul. Er ist Flüchtling aus Syrien. Selbst der Supermarkt in der Seestadt ist ihm zu teuer. Er fährt mit dem Fahrrad zu einem der nahegelegenen Discounter, um dort Lebensmittel für seine fünfköpfige Familie zu beschaffen. In seiner Heimatstadt Homs war Abdul wohlhabend. Doch im Krieg wurde alles zerstört. Er flüchtete mit seiner Familie nach Istanbul. Von dort machte sich Abdul vorerst alleine auf den gefährlichen Weg nach Europa. Die Boot wurde gekippt. Und es gibt viele Frauen, viele Kinder. Ich habe ihnen fast eine halbe Stunde geholfen und dann konnte ich nicht mehr. Dann bin ich 2 Kilometer nach Griechenland geschwommen. Und nach einer Stunde viele Leute, viele Kinder, viele Frauen sind gestorben. Schließlich schafft es Abdul jedoch nach Österreich. Seine Familie folgt seinen Anweisungen und gelangt einen Monat später ebenfalls nach Österreich. Ich habe die Deutschkurse gemacht und ich habe viele Prüfungen gemacht. Und ich bin seit 3,5 Jahren hier in Österreich und ich arbeite seit 2 Jahren. Abdul möchte die Meisterprüfung machen und eine eigene Firma gründen. Er hat sich gut integriert und hat beste Aussichten in Österreich. Dennoch wäre es sein größter Wunsch, wieder in seine Heimat zurückkehren zu können. Viele Leute glauben, dass wir nach Österreich gerne gekommen oder nach Europa gerne gekommen. Das stimmt nichts. Wir haben unser Land mit vielen Schmerzen und Tränen verlassen. Das ist nicht einfach. Heimat ist Heimat. Aber man kann nicht vorstellen. So ist das. Abdul war es ein großes Anliegen, uns seine Geschichte zu erzählen. Um über die Seestadt zu sprechen, lädt er uns zu einem weiteren Treffen zu seiner Familie nach Hause ein. Zurück zu Stefan. Wir dürfen ihn in seinem Büro bei Wienwork besuchen. Er leitet dort ein Projekt für Jugendliche. Wienwork beschäftigt, berät oder bildet Menschen aus, die Schwierigkeiten haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und ist vor allem in der Seestadt tätig. Also die Hälfte der Angestellten von Wienwerk sind in der Seestadt, mit ungefähr 350, glaube ich, sind hier. Unter anderem mein Projekt.
wo es um Jugendliche geht, 14- bis 18-Jährige, die genauso dieselben Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, auch in eine Ausbildung, auch in ein Training. Nennt man sozusagen die NEETs, Not in Education, Employment or Training. Und wir schauen, dass man sie mit verschiedenen Programmen, Coachings, Kooperationen mit Fußballvereinen einfach wieder in eine Motivation, in eine Aufwärtsspirale bekommen, damit sie sich wieder bedienen am reichhaltigen Angebot der Ausbildungs- und Beratungslandschaft. Im Sommer 2019 erregte ein Vorfall in der Seestadt mediale Aufmerksamkeit. Was hast du über Seestadt-Kinder gesagt, Nachhui? Was? Zwei Burschen und ein Mädchen, 13 und 15 Jahre alt, verprügeln einen Jugendlichen auf brutalste Weise und filmen sich dabei. Die Boulevardmedien schreiben von Jugendbanden und erklären die Seestadt zum neuen Kriminalitäts-Hotspot. Stefan nimmt solche Vorfälle sehr ernst, hält aber nicht viel von den Medienberichten. Ja, ich habe gehört von den Jugendlichen, die diesen Gewaltvorfall gefilmt haben. Ja, das ist in der Seestadt passiert und es ist momentan medial halt der Scheinwerfer ein bisschen auf der Seestadt. Die traurige Wahrheit ist, dass das einfach nicht nur in der Seestadt passiert, sondern eben auch in der Seestadt. Hier leben auch Leute, hier leben auch Jugendliche, hier haben wir dieselben Geschichten und Alltagsprobleme wie auch in der Innenstadt. Also wieso sollte man ausgenommen sein, auch von solchen Vorfällen? Das wundert mich jetzt nicht wirklich. Generell sieht Stefan hier eher ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also mich stört einfach immer so ein bisschen diese Perspektive von die Jugend ist so, keine Ahnung, der Fokus auf die Jugend ist ja das Problem. Also Jugendliche ist ein sehr sichtbarer Teil von der Gesellschaft und momentan ist halt der Umgangston in der Gesellschaft und politisch auch ein anderer, würde ich sagen. Und wieso soll denn die Jugend nicht auch erleben und nicht auch irgendwie reproduzieren? Also, ja. Und da ist die Seestadt als Teil von Wien jetzt nicht ausgenommen. Auf Anfrage teilt uns die Landespolizeidirektion Wien telefonisch mit: Die Kriminalität in der Seestadt wird statistisch nicht separat erfasst. Die Seestadt wird aber als ruhige Gegend eingestuft. Eine Sonderstreife, die auf das Gewaltvideo hin eingeführt wurde, ist nach 2 Wochen wieder eingestellt worden, weil sie sich als unnötig erwies. Was die Aussage der Polizei belegt, spiegelt sich auch in der subjektiven Wahrnehmung der Seestädter wider. Die meisten beschreiben die Seestadt als ruhige Wohngegend. Man fühlt sich hier sicher. Man fühlt sich entschleunigt, fast wie an einem Urlaubsort. Aber auch wie in einem Dorf. Man kennt sich, man grüßt sich, man spricht miteinander und tratscht. Es herrscht unter vielen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Schließlich sind alle mehr oder weniger neu hier. Wenn Begriffe wie Schlafstadt oder Ghetto im Zusammenhang mit der Seestadt fallen, greifen sich die meisten Menschen hier nur an den Kopf. Ein Ghetto? Kurze Werbeunterbrechung. Seestadt TV. Wäre das nicht was? Ein YouTube-Kanal, auf dem regelmäßig Videos mit Seestadtbezug rauskommen. Wenn du die Idee unterstützt, sei so gut und abonniere doch bitte den Kanal. Danke. Nein, wirklich. Klick. Hm? Bitte. Ein Ghetto? Auch Hilde kann mit diesen Begriffen nichts anfangen. Nein, es ist überhaupt nicht so. Ein Ghetto wäre etwas, was sozusagen abgegrenzt ist gegen die Umwelt. Aber das ist hier gar nicht so. Wir haben rege Austauschbeziehungen zu den Leuten von der Siedlung nebenan, die ja schon über 100 Jahre da steht, Aspern-Hausfeld. Es kommen viele Leute auch aus der Stadt hierher. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Ghetto ist. Wir sind intern sehr gut vernetzt miteinander, haben gute Kontakte. Unter Schlafstadt stelle ich mir vor, es ist sowas wie in den französischen Banlieues, wo man quasi Hochhäuser am Stadtrand hat, wo die Leute am Abend heimkommen von der Arbeit, schlafen und am nächsten Tag wieder in die Arbeit fahren. Also dazu ist es hier viel zu lebenswert, ja. Also hier gibt es viele Bemühungen, öffentliche Ereignisse stattfinden zu lassen. Sei es eben jetzt Stationentheater oder sei es jetzt, in ein paar Tagen gibt es ein Waste Food Cooking beim Stadtteilmanagement und ich weiß nicht, also es gibt so vieles. Hilde liebt es grün. Ihre Wohnung ist voller Pflanzen. Sie radelt gerne zum nahegelegenen Gedenkwald oder in die Lobau, um die Natur zu genießen.
In der Seestadt selbst würde sie sich allerdings etwas mehr Grün wünschen. Zum Beispiel am See. Auf der Liegewiese beim See gibt es keine Bäume. Da muss man irgendwie, oder ganz wenige, nur entlang der Wege. Ja, man kann sich quasi nicht wirklich dort ausbreiten, hinlegen oder so, wenn man sonst einen Sonnenbrand kriegt. Ein alter Baum lässt sich schwer versetzen. Darum sind die Bäume in der Seestadt alle jung und klein. Es gibt auf den Wiesen vor dem See durchaus einige Bäume. Der Schatten, den sie spenden, ist momentan aber noch vernachlässigbar. Alte, große Bäume gibt es nur an wenigen Stellen am Rande der Seestadt und bei der sogenannten T-Base. Gerade dort sollen sie nun aber gefällt werden. Das sind quasi die einzigen in der Seestadt. Und ich denke mal, so etwas kann man erhalten und integrieren in das Stadtteilentwicklungskonzept, finde ich. Die Bäume auf dem T-Base-Areal sind natürlich die größten derzeit im Bestand, aber auch die problematischsten, weil sie aus mehreren Gründen in dieser dichten urbanen Stadt, die wir jetzt planen, eigentlich nicht mehr weiter bestehen können. Jetzt in zunehmenden Trockenphasen im Sommer schaut es für die Bäume generell sehr schlecht aus. Dann ist es so, dass die Bäume wild gewachsen sind. Das heißt, die sind auch nicht wirklich standortadäquat. Es sind schnellwüchsige Bäume, die auf Stresssituationen mit Astbruch reagieren, was keiner in der Stadt wirklich haben möchte. Jetzt weder Fußgänger noch Autobesitzer. Und dazu kommt, dass wir in der Seestadt natürlich das ganze Projekt betrachten. Und es geht darum, dass bei 100-jährigen Starkregenereignissen, das sind dann wirklich Wolkenbrüche, die runtergehen, normalerweise die Keller überflutet werden. In der Seestadt nicht, in der Seestadt rinnt alles in den See. Und dafür braucht es auch das entsprechende Gefälle. Das schaffen wir, indem wir natürlich auch das Gelände verändern und eben auch für die Zukunft so weit herrichten, dass man da trockenen Fußes zu Hause ankommt. Wir hören immer wieder von verschiedenen Seestädterinnen und Seestädtern, dass sie sich mehr Grün wünschen. Ein oft zitiertes Beispiel für viel zu grau ist der Maria-Trapp-Platz vor dem Bundesrealgymnasium. Heute findet hier eine Angelobung des Bundesheeres statt. Für solche Zwecke ist der Platz wohl bestens geeignet. Im Alltag bemängeln allerdings viele die fehlende Aufenthaltsqualität. Zum Glück gibt es dort aber auch einige Bäume, die das Ambiente verbessern können, sobald sie einmal größer sind. Stefan wird von seiner Lebensgefährtin Miriam von der Arbeit abgeholt. Miriam ist Juristin, derzeit aber in Karenz. Auch sie findet, die Seestadt könnte grüner sein. Ja, ich würde mir wünschen, dass ein bisschen weniger zubetoniert wird. Also ich verstehe schon, man will irgendwie Fläche schaffen, irgendwie, wo man halt vielleicht auch Veranstaltungen abhalten kann oder so. Aber ich finde, momentan ist gerade ein bisschen viel Beton am Boden unterwegs. Und es gibt zwar viele Bäume, die gepflanzt sind, aber ich würde mir halt mehr Hecken und vielleicht auch irgendwie Grasflächen oder Blumenbeete oder so irgendwas vorstellen. Das wird das Ganze schon ein bisschen netter machen. Und auch mit Klimaerwärmung und so weiter weiß man ja, dass jetzt Bodenversiegelung nicht unbedingt das Beste ist. Ich glaube, das gibt es einige Menschen, die das ähnlich sehen. In der Seestadt sind 50% der Fläche nicht bebaut, also Straßen, Plätze oder eben Grünflächen. Darüber, welchen Anteil die Grünflächen haben, liegt uns keine Zahl vor. Aber man kann sich anhand der Satellitenbilder einen Eindruck verschaffen. Insgesamt gibt es derzeit ca. 1200 Bäume auf öffentlichem Grund. Die Bäume auf den Baufeldern sind dabei nicht mitgezählt. Der öffentliche Raum ist heiß umkämpft. Wir kämpfen auch um jeden Zentimeter für die Bäume. Aber es gibt unterirdische Einbauten, von denen die meisten gar nicht wissen, wie groß diese Anlagen eigentlich sind. Die Fernwärme braucht technische Räume. Da gibt es Sicherheitsanlagen. Wir brauchen einen Stauwasserkanal, um die jetzt immer mehr oder immer häufiger kommenden Starkregenereignisse abzupuffern. Also es sind einfach sehr viele Ansprüche an den öffentlichen Raum da. Und wir haben tatsächlich an jedem freien Platz einen Baum platziert. Das ist
ein unglaublicher Aufwand gewesen, in Abstimmungsrunden mit der Stadt das durchzukämpfen überhaupt. Wir haben, soweit ich weiß, erstmalig in Wien haben wir es geschafft, eine übergeordnete Brandschutzplanung zu beauftragen, wo es wirklich auch darum geht, dass die Baufelder mit ihren Rettungswegen und den Feuerwehraufstellflächen optimiert werden und abgestimmt werden. Damit ist im ersten Teil der Seestadt von einem Totalausfall der Bäume, wo wirklich von 80 Bäumen nur mehr 2 übrig geblieben wären, wieder 78, glaube ich, sind dann wieder möglich gewesen, weil wir einfach nur die Feuerwehraufstellflächen optimiert haben. Das sind so Sachen, die wir als übergeordnete Entwicklungsgesellschaft sehr gut machen können. Das ist was, wenn jedes Baufeld für sich entwickelt wird, ohne wirklich auf den Nachbarn zu schauen, ist das kaum möglich. Also das ist prinzipiell eigentlich auch eins unserer Erfolgsrezepte für die Seestadt, warum es so viele Bäume in der Seestadt gibt. Im nördlichen Teil der Seestadt wird durch innovative Nutzung des Regenwassers die Standortqualität für die Bäume erhöht. Für das Bepflanzungskonzept gibt es ein klares Ziel. Die Baumkronen sollen im Auswuchs, also nach 10 bis 15 Jahren, mindestens 20% des öffentlichen Raums beschatten. Wir besuchen Abdul und seine Familie. Abdul beklagt sich nicht über fehlende Grünflächen. Er ist froh, dass er eine passende, leistbare Wohnung hier gefunden hat. Zuvor lebte er mit seiner 5-köpfigen Familie in einer sehr kleinen 2-Zimmer-Wohnung ebenfalls in der Seestadt. Die aktuelle Wohnung ist eine Genossenschaftswohnung, für die er einige 1.000 Euro Finanzierungsbeitrag leisten musste. Ich habe den Bank gefragt, ob einen Kredit nehmen kann, vom Genossenschaftsanteil und Ablöse und keine Kredit, weil haben sie mir gesagt, mit dieser Reise was kannst du nicht Kredit nehmen. Doch Abdul hatte Glück. Er hat von Anfang an in Österreich die richtigen Leute kennengelernt. Er bekommt einen Privatkredit von einer österreichischen Freundin. Diesen muss er nun über die nächsten Jahre zurückbezahlen. Was halten Sie von den Mietpreisen in der Seestadt so insgesamt? Was ist Ihr Eindruck? Ja, ist günstig. Günstig als Innenstadt. Innenstadt ist sehr teuer. Ich zahle für diese Wohnung fast 800 Euro. Die Miete 800 Euro. Für eine 4-Zimmer-Wohnung? Ja. In der Seestadt findet man derzeit hauptsächlich geförderte Mietwohnungen. Die Mietpreisbildung für solche ist in der Regel unabhängig von der Lage in ganz Wien gleich. Die Preise liegen bei Neuvermietung zwischen 7,50 Euro und 10,50 Euro pro Quadratmeter. So auch in der Seestadt. Zum Vergleich dazu liegen frei finanzierte Mietwohnungen im 22. Bezirk derzeit bei ca. 13 bis 16 Euro pro Quadratmeter. Die beiden älteren Kinder von Abdul gehen in der Seestadt zur Schule. Ihre Deutschkenntnisse sind genau wie die von Abdul erstaunlich gut. Bist du da in eine eigene Deutschklasse gegangen oder hast du das auch im Unterricht gelernt? Also ich habe einen Unterricht, aber meine Eltern haben mich im Sommerferien so einen Kurs gegeben, wo ich Deutsch lernen kann. Und sonst aber in der Schule warst du nicht in einer eigenen Deutschklasse? Nein. Abduls Frau Rascha ist nicht berufstätig und verbringt viel Zeit zu Hause mit ihrer jüngsten Tochter. Dementsprechend ist ihr Deutsch noch am wenigsten weit fortgeschritten. Die Sprache ist sehr schwierig, aber langsam lerne. Rascha ist aber sehr motiviert. Der Kontakt mit anderen Seestädterinnen und Seestädtern hilft ihr dabei. Immer treffen mit meinen Nachbarn und spazieren und besuchen, ja. Abduls Familie hat sich gut in der Seestadt eingelebt. Sie profitiert vom dörflichen Charakter und den engen sozialen Strukturen. Obwohl Abdul täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln einmal quer durch Wien pendeln muss, bevorzugt er die Seestadt gegenüber der Innenstadt. Viele Spielplätze für die Kinder, können sie dort gehen und spielen. Aber am liebsten zum See gehen. Es gibt dort schöne Bar, kann man sitzen, ein Picknick machen. Wir machen das immer. Als Maler lernt Abdul viele Wohnungen und Häuser kennen. Ihm gefällt die Architektur in der Seestadt. Ein Merkmal der Wohnungen hebt er besonders hervor. Und was ist wichtig? Balkon gibt. Balkon ist sehr, sehr gut. Zum Beispiel, ich rauche nicht zu Hause. In die Wohnung rauche ich nichts. Besser am Balkon rauchen. Das finde ich, Balkon ist sehr, sehr wichtig für mich.
Im sozialen Wohnbau in Wien ist es ein Ziel, nach Möglichkeit jeder Wohnung einen Freiraum zu geben. Also einen Garten, eine Terrasse, eine Loggia oder einen Balkon. Laut einer Erhebung nach der ersten Bauphase haben in der Seestadt 95% aller Wohnungen eine Freifläche. Eine Besonderheit in der Seestadt? Aufgrund des geringen Verkehrs werden Balkone auch wieder straßenseitig gebaut. Auch Hilde weiß ihren Balkon zu schätzen und verbringt hier gerne Zeit. Um sie herum lauter Neubauten. Alles ist nagelneu. Das prägt das Stadtbild und auch das Lebensgefühl. Viele beschreiben die Seestadt als steril, als surreal. Fast als würde man in einem 3D-Rendering leben. Man gewöhnt sich daran. Es ist natürlich ganz anders wie im Stadtzentrum. Aber im Stadtzentrum ist es auch laut, hektisch. Also das Lebensgefühl ist hier anders. Aber ich finde die Architektur, die einzelnen Ideen, die da verwirklicht wurden, sehr interessant. Ja? Also manchmal hat man das Gefühl, die Häuser sind zu eng beisammen oder auch bei einem Haus sind die Innenhöfe sehr dunkel oder so. Ja, aber grundsätzlich ist interessant, dass es diese Vielfalt gibt. Nicht allen gefällt die Architektur in der Seestadt. Wie wir eingangs gehört haben, sprechen manche auch von 70er-Jahre-Blocks. Ganz so schlimm sehen das Miriam und Stefan nicht. Und trotzdem, so ganz ihr Stil ist es auch nicht. Ein bisschen verspielter, ein bisschen organischer, vielleicht ein bisschen grüner, mehr Holz. Halt, es ist nicht so ganz unseres, halt so diese straighten, kubischen Bauten. Aber ich glaube, wenn die Bäume ein bisschen größer sind und dass die Pflanzen ein bisschen mehr gewachsen sind, dann ist das auch nicht mehr so extrem. Was schön ist und was nicht, liegt wohl im Endeffekt im Auge des Betrachters. Was man aber jedenfalls festhalten kann, ist, dass die Architektur in der Seestadt von Interesse ist. Die Menschen sprechen darüber. Im Jahr 2019 buchten 10.000 Gäste eine Führung durch die Seestadt. Darunter viel Fachpublikum aus den Disziplinen Stadtplanung, Freiraumplanung, Soziologie und auch zahlreiche Architekten und Architektinnen. Die Häuser, die derzeit in der Seestadt stehen, wurden von etwa 20 verschiedenen Architekten und Architektinnen gebaut. Im Regelfall wird jedes Gebäude über einen Wettbewerb ausgeschrieben. Anhand der Hauptkriterien Ästhetik, Nachhaltigkeit und Kosten wird das beste Projekt ausgewählt. Jedes Projekt wird von einem Beirat aus nationalen und internationalen Experten begleitet und nach der Fertigstellung beurteilt. Gerade in Bezug auf die äußere Gestaltung der Gebäude herrscht auch unter Experten oft Uneinigkeit. Die Häuser in der Seestadt sind vielfältig. Und genauso vielfältig sind auch die Meinungen darüber. Wichtig für einen Wohnort ist nicht nur, wie die Häuser aussehen, sondern auch, ob man dort etwas unternehmen kann. Wir haben Miriam und Stefan nach Freizeitangeboten gefragt. Es gibt schon relativ viel eigentlich bei uns im Haus und in der unmittelbaren Nachbarschaft, also Richtung Yoga, Sport, gemeinsames Beisammensein am Abend, Spieleabend und so weiter. Und insgesamt in der Seestadt habe ich das Gefühl, dass recht viele Leute die Initiative ergreifen und dass es eigentlich überall solche ähnlichen Angebote gibt. Und dann gibt es natürlich noch so größere Sachen, größere Veranstaltungen und Konzerte und sowas auch. Da sind wir aber eher selten dabei, weil als Eltern wird es am Abend dann manchmal schwierig. Okay. Und was macht man als Eltern? Naja, Freizeit. Schlafen. Man geht zum Beispiel an den See oder auf die Spielplätze, in die Parks. Oder man macht es wie Hilde und fährt in die nahegelegene Lobau. Ja, wir haben super Freizeitangebote. Am besten ist natürlich der See mitten in der Stadt. Zum Aufwachen in der Früh, zum Schwimmen gehen. Und ich fahre besonders oft auch in die Lobau. Das ist gleich um die Ecke von der Seestadt. Also das ist ein Naturschutzgebiet mit endlos viel Wald, Schatten im Sommer. Schwimmen kann man dort auch in kleinen Seen. Einfach toll. Ja, Kinder haben natürlich auch sehr viel Angebote. Es gibt Spielplätze bei jedem Haus fast. Sie gehen natürlich auch in den See schwimmen. Sie können Fahrrad fahren, wunderbar dort. Was ich mir nur manchmal gedacht habe, die meisten Kinder sind so zwischen einem Jahr und fünf, sechs Jahren.
wenn sie dann alle mal gleichzeitig groß sind oder in der Pubertät sind, was es dann für Angebote gibt. Also ich hoffe, es wird etwas gemacht dann. Es wird ja im Norden derzeit schon an einer großen Parkanlage gearbeitet, wo es viele Angebote für Jugendliche gibt, einen Fußballplatz und ein Jugendzentrum, ein funkelnagelneues und außerdem eine Bibliothek gemeinsam mit Wien Extra. Es wird unterhalb der U-Bahn-Trasse Ballspielkäfige, Streetworkout, ganz schöne Angebote für Jugendliche, Bouldern, Trendsportarten werden zur Verfügung stehen. Und außerdem wird ein Turnverein eröffnen und in Kürze haben wir dann auch 5 Soccerplätze auf der Hochgarage, die ebenfalls für die Jugendlichen sicher ein nettes Angebot sind. Ein weiteres Thema, das uns an der Seestadt interessiert, ist Mobilität. Die Seestadt ist als verkehrsberuhigte Zone geplant. Teilweise ist der Gehsteig deutlich breiter als die Fahrbahn. Das gesamte Siedlungsgebiet ist 30er-Zone. Angestrebt wird, dass nur 20% der Wege innerhalb sowie von und in die Seestadt mit dem Auto zurückgelegt werden. 80% mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Alles, was man zum Leben braucht, soll zu Fuß schnell erreichbar sein. Als Alternative zum Auto gibt es verschiedene Angebote wie etwa E-Bikes, Lastenfahrräder oder Carsharing. Und tatsächlich verzeichnet man in der Seestadt verhältnismäßig wenig PKWs. Etwa 250 pro 1000 Einwohner. Der Durchschnitt in Wien liegt bei ca. 375. Der im restlichen 22. Bezirk bei 430. Veronika besitzt ein Auto. Also ich brauche das Auto, um ca. einmal in der Woche einkaufen zu fahren, weil ich vom Einzelhandel in der Seestadt noch nicht so überzeugt bin. Aber das kommt sicher auch noch. Ja, ich fahre lieber für Großeinkäufe in die umliegenden Geschäfte. Weiters brauche ich das Auto, um nach Oberösterreich zu meiner Mama zu fahren, aufs Land. Das ist öffentlich nicht sehr gut erreichbar. Ja, außerdem habe ich 2 Kinder und einen Hund mit. Ja, in der Seestadt brauche ich das Auto eigentlich nicht wirklich. Also es steht eigentlich unter der Woche in der Garage. Ich habe eine Jahreskarte von den Wiener Linien. Also ich fahre in die Arbeit täglich mit der U-Bahn. Ja, wir haben eine Parkgarage. Bei uns war von vornherein klar, dass wir eine Parkgarage nehmen. Wir kommen vom 5. Bezirk, da war auch immer das große Parkplatzsuchen am Sonntag. Und wie man da so schön sieht, die Leute, die keine Parkgarage haben, stehen da auf der Johann-Kutscherer-Straße. Das ist eine Zufahrtsstraße in die Seestadt von 2. Andere in der Seestadt kreisen dann halt sehr oft herum. Ich sehe es dann beim Gassigehen, 3-mal das gleiche Auto, noch immer keinen Parkplatz. Also das möchte ich nicht mehr. Es gibt in der Seestadt nur wenige Parkplätze an der Oberfläche. Die meisten davon sind Kurzparkzone. Die Leute sind angehalten, in den Tiefgaragen zu parken. Die Stundenpreise dort sind etwa gleich hoch wie in den Kurzparkzonen der Innenstadt. Und die Monatsmieten für einen Garagenplatz liegen bei ca. 80 bis 90 Euro. Für die Zukunft ist auch eine Park-and-Ride-Anlage in der Nähe der U-Bahn-Station Aspern Nord geplant. Öffentlich ist die Seestadt derzeit über die S-Bahn-Station Aspern Nord sowie über die U-Bahn-Linie U2 und den Autobus 84A an die Innenstadt angebunden. Wir wollen wissen, wie lange man von der Seestadt in die Innenstadt fährt. Orientieren wir uns dazu am Stephansdom, dem wohl zentralsten Punkt von Wien. Und an der Busstation Hanna-Arendt-Platz, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Seestadt. Die beiden Punkte sind 9,7 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln schafft man diese Distanz im besten Fall in 39 Minuten. Mit dem Auto ohne Stau und ohne Parkplatz suchen in 30 Minuten. Zum Rathaus beispielsweise schafft man es bestenfalls in 31 Minuten öffentlich und in 32 Minuten mit dem Auto. Zum Gasometer in 38 Minuten öffentlich und in 20 Minuten mit dem Auto. Zum Bahnhof Floridsdorf in 40 Minuten öffentlich und in 27 Minuten mit dem Auto. Wenn man das Parkplatzsuchen mit einrechnet, kommt man mit dem Auto kaum schneller in die Innenstadt als öffentlich. Um in andere Randbezirke zu kommen, kann das Auto deutliche Zeitvorteile bringen.
Für die Zukunft sind weitere öffentliche Anbindungen geplant. Die Seestadt wächst weiter und auch das ÖV-Angebot in der Seestadt und zur Seestadt wird weiter wachsen. So wird es künftig zwei Busverlängerungen geben. Einerseits im Osten, um die Siedlungsgebiete östlich der U-Bahn-Trasse neu zu erschließen. Andererseits aber auch im Westen, um diese Siedlungsgebiete besser an die U-Bahn-Station Aspern Nord anzubinden. Zwei neue Straßenbahnlinien werden die Seestadt künftig erreichen. Im Norden, vom Nordwesten her, Aspern Nord mit einer Straßenbahnlinie, die den Kagranerplatz und Floridsdorf miteinander verknüpft. Und vom Süden her eine Straßenbahnlinie, die den Ortskern Aspern an die Seestadt besser anbindet. Neben einer besseren Anbindung der Seestadt an den öffentlichen Verkehr sind auch größere Autobahnbauten in der näheren Umgebung der Seestadt geplant. Es soll einen neuen Abschnitt der Wiener Außenringautobahn S1 geben. Hierzu muss das Naturschutzgebiet Lobau untertunnelt werden. Von dieser Schnellstraße soll am Knoten Rasdorf die sogenannte S1-Spange Aspern abgezweigt werden. Die S1-Spange Aspern soll entlang der Bahnstrecke Stadt-Lau-Macheck geführt werden und über zwei Abfahrten in die Seestadt verfügen. Diese Autobahnbauten stehen bei Umweltorganisationen in der Kritik. Besonders der Lobautunnel. Auch Hilde engagiert sich als Umweltaktivistin gegen den Lobautunnel. Ihre Bedenken? Es wird zwei 60 Meter tiefe Tunnelröhren geben, die wie eine Staumauer wirken werden und auf das Grundwasser oder auf den Grundwasserfluss in der Lobau negativen Einfluss nehmen werden. Zwei Umweltorganisationen haben Klage gegen die bestehenden Bewilligungen der Autobahnbauten erhoben. Es liegt nun bei den Gerichten zu entscheiden, ob eine Umweltverträglichkeit gegeben ist oder nicht. Um die Seestadt im vollen Umfang fertigzustellen, hält man bei der Stadt Wien die Autobahnbauten für notwendig. Jede Verzögerung ist sehr nachteilig für den Projektfortschritt. Bei der ASFINAG geht man von einem Baubeginn des nördlichen Teils im Jahr 2020 aus. Für den Lobautunnel gibt es keine zeitliche Prognose. Doch nähern sich die laufenden Verfahren einem Ende und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sieht keine großen Hürden für den Bau des Tunnels mehr, wie er in einem Interview mit dem ORF im Dezember 2019 bekannt gibt. Die Seestadt Aspern, gebaut nach Masterplan. Die SimCity von Wien. Wir, die Macher dieses Films, wohnen in der Seestadt. Und wir wohnen hier sehr gerne. Wir mögen es verkehrsberuhigt. Wir mögen es kinderfreundlich. Wir lieben unseren See. Und es stört uns nicht, dass wir am Rande von Wien wohnen. Wir finden es schön hier. Die Seestadt ist unsere Heimat. Wir haben diesen Film gemacht, weil wir mit einigen Medienberichten über die Seestadt unzufrieden waren. Und weil wir auch in persönlichen Gesprächen immer wieder auf falsche Informationen gestoßen sind. Mit diesem Film tragen wir unser Bild der Seestadt nach außen und thematisieren, was viele Bewohner der Seestadt beschäftigt. Aspekte, die sich während der Dreharbeiten im Sommer 2019 in Zusammenarbeit mit unseren Protagonisten herauskristallisiert haben. Freilich könnte man alle Aspekte noch deutlich vertiefen und es gäbe auch noch viele weitere Themen. Über die Seestadt gibt es viel zu reden. Doch wir haben nun genug erzählt und überlassen das Reden jetzt wieder euch. Sehr zeitig in der Früh am Samstagmorgen wach ich auf und streck die müden Beine aus. Ich zieh die Toren ganz behutsam auf die Seiten und blinzel durch mein kipptes Fenster raus. Dort drüben auf der anderen Straßenseite winkt mir der Kranführer schon zu und lacht mich aus. Schon seit Stunden ist er heut wieder am Werken, in ein paar Monaten steht da das nächste Haus. Ganz rasch zieh ich mich an und lauf auf Gassen, mein Hunderl muss sich lösen, eine Qual. Vor ein paar Wochen nämlich haben's neu erlassen, das Hund im Hanna-Arendt-Park jetzt unerwünscht sein. Ich find's zwar komisch hier, bissel schräg, trotzdem ist kein Geheimnis, dass ich hier recht gerne lebe. In der Seestadt ist wunderschön, besonders am Sonntag, wenn keine Leute auf die Straßen gehen. In der Seestadt, da lebe ich gern, denn sie ist zweifellos die allerschönste Seestadt in ganz Wien und wird's auch bleiben.